Lieber Herr Eiberger, lieber Herr Dust, vielen herzlichen Dank für Ihre Initiative, das Radfahren in Asperch attraktiver zu gestalten. Wir sind da ganz begeistert von. Und wir, das sind Andreas Pesch, Katrin Mahnke, Gabriele Ostertag, Daniela Färber und ich, Stefan Färber. In einer Mini-Arbeitsgruppe haben wir ein paar Vorschläge erarbeitet, die wir jetzt in diesem Video vorstellen wollen, weil wir ja nicht alle gleichzeitig dabei sein können. Und wir hoffen, dass diese Partizipation der Radfahrer und Bürger hier in Asperch zu einer erheblichen Verbesserung führt. Hallo, ich heiße Katrin Mahnke, wohne in Asperch in der Bahnhofstraße und bin von dem her sehr interessiert, dass am Radwege in der Innenstadt auch da sind. Mein Radfahrtyp, ich fahre in der Stadt sehr viel zu verschiedenen Einkaufsläden, zum Rewe, in die neue Mitte, auch zum Bahnhof. Ich fahre auch mal zum Freibad oder auf den Hohen Asperg hoch oder irgendwelche Freunde besuchen, also im Stadtfeld sehr viel. Ansonsten machen wir am Wochenende viele Radtouren, wo wir dann eben Richtung Gröningen, Richtung Ludwigsburg oder Richtung Mödling losfahren. Und ich fahre auch manchmal ins Geschäft, da muss ich nach Mühlacker, da fahre ich von hier aus Richtung Gröningen raus und die Strecke benutze ich auch, wenn ich ins Fitnessstudio zu Ortema fahre. Also ich fahre relativ viel in Asperg mit dem Fahrrad rum, in allen, sowohl Freizeit als auch zum Einkaufen. Und, genau. So, hallo, mein Name ist Andreas Pesch, ich wohne ja auch in der Bahnhofstraße in Asperg. Ich bin vom Radfahrertyp her ein klassischer Alltagsradler. Ich versuche möglichst viel mit dem Fahrrad zurückzulegen und möglichst auf das Auto zu verzichten, was mir meistens auch gelingt. Ich fahre regelmäßig zur Arbeit Richtung auf die Schillerhöhe und nutze da die Wege über das kleine Aspergle durch Asperg durch. Ich bin mit dem Einkaufen mit dem Fahrrad unterwegs und gehe auch zu verschiedenen Events oder Aktivitäten rund um Ludwigsburg und bin dementsprechend auch viel mit dem Fahrrad unterwegs von Asperg Richtung Ludwigsburg. Ich würde mir wünschen, dass wir in Asperg innerstädtisch mehr Lebensqualität bekommen und dem Radfahren mehr Raum einräumen, um hier zum einen sicherer durchzukommen, aber zum anderen auch attraktiver das Asperger Verkehrsleben hinbekommen. Und da wünsche ich mir natürlich entsprechend Radwege, nicht nur Radrouten, sondern Radwege und entsprechenden Verkehrsraum für das Fahrradfahren, sodass auch Familien mit Kindern, mit Kleinkindern oder Lastenrädern auch ihren Weg finden, um hier den Quellverkehr in Asperg zu reduzieren. Hallo, ich bin der Stefan Färber aus der Brühlstraße. Ich frage regelmäßig in Asperch zum Sport oder zum Einkaufen. Und am Wochenende mache ich auch gerne eine längere Radtour. Und weil unser Büro in Ludwigsburg jetzt auch wieder öffnet, fahre ich dann auch regelmäßig dort den Hügel rauf. Ja, und jetzt sind wir dabei, die Situation für Radfahrer in Asperch zu verbessern. Ich freue mich darauf. Der schreibt hier auch süß mit dem E-Bike. Ich fahre über die Brücke, ich fahre da schon immer mittig, damit mich keiner mehr überholen kann, so damit ich Chancen habe, in den Kreisverkehr einzufahren, dass ich auch noch was sehe. Auf den Gehweg kann ich nicht ausweichen, da Fahrräder nicht erlaubt sind. Man macht das auch keinen Sinn, weil man dann steht man dann halt hier und kommt dann über nicht über den Kreis. Ja. Hat er ja recht. Aber gut, da sind ja einige eingereicht worden. Was sind denn noch gute Ideen gewesen? Hast du da was rausgekriegt? Die Brücke fand ich gut, die jetzt da vom Radschnellweg weg. Das Problem mit dem Freibad löst. Mhm. Was ich auch total skurril finde, ist, jede Radfahrkarte hat hier in Asperg auch andere Radrouten drauf. Echt? War nicht schlecht. Ja, also das sind manchmal sogar nicht mehr die ausgeschilderten. Also hier sind nicht alle drin. Hier ist Vorschlag Westosten 1 ist Lehnstraße. Hier 2, Bahnhof 3 und Zickzack. Was muss getan werden? Also unser Vorschlag ist so, dass wir uns überlegt haben, wir brauchen eine Ost-West-Verbindung und eine Nord-Süd-Verbindung durch Asperg durch. Von Ludwigsburg kommen kann man durch Iglosheim fahren und landet dann oben an der Eisenbahnbrücke. Von dort aus ist unser Vorschlag, dass man runterfährt zum Bahnhof und dann die Bahnhofstraße zu einem Radweg mit Einbahnstraße oder gar keinen Autos, einen richtig guten Radweg ausbaut, sodass die Radfahrer direkt Richtung Neue Mitte kommen.
Der Bus müsste dann idealerweise aus der Straße raus und über die Eglosheimer Straße fahren, was da ja auch das IBs und der Rewe vielleicht sowieso viel mehr Sinn machen würde, als den durch die Bahnhofstraße zu schicken. Und vorne an der Kreuzung Richtung Neue Mitte müsste dann eine Radfahrerampel mit einer Radfahrzone sein und die Überquerung dann eben direkt in die Neue Mitte rein. Und da müsste man dann die Fußgängerzone zumindest am Anfang für die Radfahrer auch freigeben und dass die Radfahrer auch von der Neuen Mitte über die Kreuzung direkt in die Bahnhofstraße reinfahren können, ohne über diese Fußgängerampel zu gehen, dass sie direkt da reinfahren können. Das wäre die Ost-West-Verbindung und dann kann man durch die Neue Mitte durch und dann durch die Schulstraße und dann den Weg Richtung Markgröning nehmen. Dann hätte man diese Ost-West-Verbindung durch. Und für die Nord-Süd-Verbindung würde man dann von der Bahnhofstraße die an der Goetheschule hoch, Wilhelmstraße fahren. Dann kommt man an die Fußgängerüberweg, der ja dann rübergeht und dann kommt man ja nicht mehr Richtung Rewe. Also diese ganze Kreuzungssituation müsste so sein, dass sowohl für Fußgänger als auch für Radfahrer die Möglichkeit besteht, über die Eglosheimer Straße zu kommen und dann sowohl Richtung Rewe als auch Richtung Stadt zu gelangen. Alternativ kann man da versuchen, ob man hintenrum in den Rewe reinfahren kann, wenn man durch diese, weiß nicht, wie sie heißt, hintere Straße fährt und dann gibt es da im Moment keinen Abgang auf dem Rewe-Parkplatz. Da müsste eine Treppe oder für den Fahrradfahrer eben eine Rampe sein, dass man auf den Rewe-Parkplatz kommen kann. Das wäre auch gut für die Schüler, die vom FLG kommen, weil dann können die nämlich, wenn sie mittags zum Rewe gehen, da hinten durch und müssen nicht an der Eglosheimer Straße entlang laufen. Und dann kann man, wenn man über die Eglosheimer Straße rüber ist, dann eben den Radweg Richtung Kleinastbergle hochfahren und von da aus dann Richtung Ludwigsburg oder von da aus dann Richtung Möglingen fahren. Der zweite Überquerung in der Nord-Süd-Richtung über die Eglosheimer Straße ist da an der Badstraße, Überquerung Badstraße, obere Badstraße. Da gibt es ja den Radweg von der oberen Badstraße kommend, wo man dann über die Fußgängerampel fahren muss. Und da wäre es natürlich gut, wenn man als Radfahrer einfach auf der rechten Seite von oben kommen bleiben kann, irgendwie auch eine Druckampel hat oder eine Kontaktschleife, dass man eben geradeaus dann wiederum in die Badstraße reinfahren kann. Von der anderen Seite kommend kann man ja ganz gut über die Straße rüber. Da hätte man auch nochmal eine Nord-Süd-Verbindung, wo man dann hochkommt zum FLG und zu den Schulen, wo man an den Bürgergarten rankommt und wo man dann, wenn man geradeaus weiterfährt, über die Felder nach Möglingen kommt. Und dann hätte man mal die großen Achsen im Prinzip durch Asberg durch. Ja, durch meine Beteiligung an dem Fahrradkonzept, auch der Fußgängercheck, hat dazu geführt, dass ich jetzt ganz anders, mit anderen Augen durch Asberg laufe und mir ist halt aufgefallen, dass eins unserer größten Probleme die parkenden Autos sind. Die nehmen viel Platz in der Allgemeinheit weg, zugunsten weniger und wir brauchen eigentlich diesen Raum, um eine attraktive Innenstadt zu gestalten, die Platz für alle Verkehrsteilnehmer hat und nicht nur für Einzelne im Individualverkehr. Dort dann die parkenden Autos auch wirklich zu verbannen, um Raum für die Menschen zu haben. You ride my bike, I ride your bike, let's ride our bikes, we'll ride them all night. You ride my bike, I ride your bike, let's ride our bikes, we'll ride them all night.